Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Es ist soweit, ihr seht dort vorne Duna und Ike. Und wir sind wieder bei unserem kleinen Rover hier, der sich gerade kurz davor befindet, bei Duna zu sein. Beziehungsweise wir haben noch einen Tag und zwei Stunden bis zum Manöver. Was natürlich mega geil ist, ich bin richtig gespannt jetzt schon, ich freue mich schon so auf das Manöver. Beziehungsweise auf die Landung. Und es wird eine der wenigen Sachen sein, wo ich auch speichern werde. Einfach, weil ich schon so lange keinen Rover mehr gelandet habe. Was macht denn ihr da hinten? Ihr sollt eigentlich schlafen. Müsst ihr jetzt rummeckern, oder was? Ja? Ich rede mit euch. Meine Vögel machen schon wieder Blödsinn. So, jetzt tun wir mal vorspulen und dann lassen wir mal die Zeit laufen. Da kommt der rote Planet. Jui! Oh Gott. Das ist so knapp schon irgendwie. Das ist so. Da ist Ike und da ist Duna und. Hoi. Tüdelü. Tüdelü. Jetzt müssen wir nur rechtzeitig dann noch abbremsen. Weil wir müssen voll den Bremsburn schalten. Das ist halt das Heftige. Bedeutet, ihr werdet einen Cut auch erleben nachher, weil wir erstmal bremsen müssen. Volle Wäsche. Und jetzt seht ihr auch das ganze System, was ich hinbekommen habe. Nachdem ich den Duna LRS-Lieferer wirklich gebremst habe ordentlich, habe ich die Teile hier auch ordentlich in den Umlaufbahn bekommen und wir haben hier ein ordentliches Relay-System verbaut. 16 Minuten sollten noch hingehen. Jetzt muss ich gerade nicht dezent resten aufs Schubzettel und alles. Weil wir schießen so schnell an Duna vorbei, das glaubt mir keiner. So, und ihr seht jetzt verwenden wir ganz andere Satelliten. Und damit haben wir eine volle Leistung wieder. Das ist natürlich für den Duna LRS-Lieferer oder für unseren Rover ganz wichtig. Was habt ihr denn heute? Ihr seid tagaktiv, nicht nachtaktiv. Ihr solltet mal schlafen gehen, Leute. Hey, die sind schlimm. So, jetzt gehen wir nochmal. Ich würde noch 8 Minuten vorspulen. Da ist Duna. Leute, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch abbremsen und dann in die Atmosphäre rein und richtig gut landen. Das wird die größte Herausforderung eigentlich, die Landung. So ausgerichtet sind wir. Und Vollboost. Das Problem... Ah nee, warte mal, wir haben noch gar nicht alle Triebwerke aktiviert. Triebwerk einschalten. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht alle angeschaltet habe, aber okay. Es wird einen Grund gehabt haben. Das schaut doch viel mehr nach dem aus, was ich haben will. 1 Minute 30 Bremszeit. Das ist viel besser als 7 Minuten. So, hierher vorspulen. Oh. Da ist der rote Planet wieder. Oh, so schön. Und wir haben so viele gute Funkverbindungen. Hier überall sind Satelliten, die uns im Relay weiterbringen können. Bedeutet, die Verbindung nach Hause steht auch super. Wir spulen natürlich für die Hälfte vor, wie so typisch. So, bremsen. Und jetzt hat nochmal gucken, dass alles ausgerichtet ist. Und Volldampf. Schaut euch diesen roten Planeten an. Oh, so schön. Jetzt müssen wir einfach Vollbremsung geben und dann passt es schon. Ah, es geht auch wieder. Es geht gut, es geht gut. Also bremst gut durch. So scheint es mir auf jeden Fall. Und wenn er gut weiter bremst, kommen wir auch gut auf die andere Seite. Dann speichern wir und dann geht es zur Landung über. Was natürlich mega geil ist. Und dadurch, dass jetzt der Schub nur noch eine Sekunde dauert eigentlich, eine Minute, labe ich ja auch einfach drüber, weil ich es kann und es einfach besser ist für mich. Ja. Da ist der Periapsis, der ist schon vormarschiert. Sonst einfach alles nach Plan laufen. Wenn alles perfekt nach Plan läuft, sind wir gut dran. Sind wir richtig gut dran. Natürlich muss auch dieses Teil wieder bummlaut sein.
Aber wir sind gut unterwegs, richtig gut. Haben wir schon Orbit? Ne, haben wir noch nicht. Das sollte sich jeden Moment ändern. Jetzt geht's schnell, jetzt geht's schnell. Jetzt haben wir einen Orbit. Und jetzt könnte uns auch nichts mehr passieren, rein theoretisch. Aber jetzt geht's halt dann natürlich richtig flott runter alles. Schauen wir mal, 53 Kilometer. Wenn wir in Zukunft hier Bodenstation haben, wird das natürlich auch alles nochmal anders da. So. Jetzt erreichen wir langsam die passende Höhe auch. So, perfekt. Noch ein bisschen Schub geben. Ich will es natürlich so gut wie möglich austarieren. Perfekt. Jawohl! Wir sind da, wir sind da. Der rote Planet. Grandios. Ha, schön. Die Landung wird bloß wahrscheinlich hart und ich muss sie wahrscheinlich ein, zwei Mal wiederholen, weil ich einfach zu dumm dafür bin. Aber was wollen wir mehr? Ich habe außerdem schon viel an unserer Mun-Station verändert. Da werden wir in der Zukunft auch mal wieder vorbeischauen. Aber ich will das noch so ein bisschen hinbiegen, dass auf jeden Fall viel mehr da ist. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, ich habe das erste Teil von Extraplanetary Launchpad nach oben geschickt und habe für einige Sachen was vorbereitet. Und ja, das wird sehr, sehr spannend, die Sache. Jetzt machen wir aber hier einmal Spiel speichern. Spiel wird gespeichert unter Rover Erreich. Du, ist mir jetzt wurscht, ob das falsch geschrieben ist oder nicht. Wir sind da. Okay. Die Frage ist, wie machen wir am besten jetzt den Insertion Burn? Wo ist denn jetzt mal nicht am rockigsten? Hätten wir mal hier bitte schon ein Bild. So. Das ist Eve. Wir brauchen Duna. Ach stimmt, wir haben kein Bild. Volles Bild haben wir gar nicht. So. Ich hätte gern... War das die Karte? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich brauche Slope, glaube ich. Slope ist das, was ich bräuchte. Terrain halt, genau. Zeig mir mal bitte das Terrain an. Da haben wir auf jeden Fall verschiedenste Höhen, starke Ansteigungen auch. Ein bisschen Minus, ich muss mal gucken. Bisschen was muss ich sehen hier. Ist das jetzt der ganze Planet schon wieder? Huchala. Ja, es wird schon funktionieren, es wird klappen, es wird klappen. So, okay. Hier vorspulen. Antiradial und das wird jetzt... Puh. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen nervös. Aber wenn jetzt irgendeine Kleinigkeit schief läuft, sind wir im Arsch. Ausrichten. Und runter mit dem Orbit. Okay. Laufen wir bald auf internen Batterien. Nochmal einmal alles abchecken, alle Daten durchgucken. 50.000 ist die Atmosphäre, okay. Bedeutet, bis 50.000 können wir das Teil hier behalten, dann müssen wir es abdocken. Ich fahre schon mal ein, zwei Sachen ein.
Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr wirklich einen Plan, wie das ganze Teil hier läuft. Das ist das größte Problem, glaube ich, eigentlich. Wir sinken. Wir sinken weiter. Puh. Ich werde nervös. Das ist jetzt gerade, keine Ahnung. Es ist ja eigentlich nicht so was wirklich Besonderes, aber irgendwie werde ich doch jetzt gerade voll nervös. Solarmodul einfahren. Make ready for... Ausrichten. Let's go to Duna. Das wäre natürlich auch eine coole Wüste gewesen. Schauen wir mal. Wir treten in die Atmosphäre ein mit mal 4. Okay. Ich warte gerade auf die Flammen. Bin zu lange, glaube ich, nicht mehr auf Duna gewesen. Dann gehen die Düsen an, Fallschirme öffnen sich. Und dann ist die Kopplung, okay. Es passiert nichts. Das ist so uncool. Ich habe was komplett anderes erwartet, aber das ist klar. Es ist ja nicht Kerbin. Komm, irgendwas wenigstens. Ein bisschen Flammen. Ich verlangsame nicht mal wirklich rapide. Jetzt hat verlangsame ich. Doch, die actually. Ich will gerade, ob ich jetzt schon öffnen soll. Weil ich falle echt schnell. Okay. Holy shit, wechseln, wechseln, wechseln. Alter, was ist mit den Boostern? Warum sind die leer? Warum sind meine Booster leer? Wie kann das passiert sein? Das kann nicht gut gehen, oder? Nee, kann nicht gut gehen. Okay, jetzt müssen wir kurz laden. Wo war's denn jetzt? Warum war mein... What? Aus irgendeinem Grund war das auf Glück leer. Okay. Nochmal alles durchchecken. Hier hat nicht irgendwas nicht gestimmt, habe ich das Gefühl. 120% Monotreibstoff. Okay. Wir machen es diesmal anders. Wir öffnen viel früher die Fallschirme. Wir öffnen die, bevor wir hier die Kappeln schon. Muss da nicht mal kurz dran an die Fallschirme. Kann ich die noch abändern? Geht das noch? Oder das Spiel lässt mich auch nicht drauf zugreifen. Hey. Spiel, lass mich doch einfach machen. Dann halt nicht. Okay. Ja, ist gut, Spiel. Aha. Ich weiß bloß nicht, warum auf einmal instant der Treibstoff weg war. Das war ganz komisch, ganz komisch. Hier vorspulen. Ha, das war jetzt komisch. Aber es ist... Ich check's nicht wirklich. So, okay, Antiradial.
Boost. Ich schaue, dass ich diesmal früher auf den Boden komme. So. Jetzt wird auch meine Fahrgeschwindigkeit wahrscheinlich um einige schneller sein als davor. Kühlmodul schließen. So, noch ein bisschen. Komm schon. Jetzt machen wir den Versuch Nummer 2. Hey, auch kein Problem. Solange wir am Ende durch die Atmosphäre kommen, bin ich happy. Zack, ausrichten wieder. Und durch die Atmosphäre durch. Ihr könnt mir sonst mal schreiben, was ich falsch gemacht habe oder wo der Fehler auf einmal war. Weil es sind 200 Meter pro Sekunde. Das sollten zum Landen reichen. Und das sind ja keine Booster, die instant voll ballern sollten, sondern sie sollten eigentlich relativ langsam einen durchschießen. So, schauen wir mal. Die Fläche gefällt mir hier, die hier schön Flachland. Also schaut auf jeden Fall sehr flach aus. Was sagt unser Radar? Was sagt unser Radar? Schaut gut aus, wir sollten davor landen. Schaut sehr gut aus. Ich öffne jetzt die Außenhülle. Perfekt. Wir machen jetzt von hier Steuern. Wir öffnen die Fallschirme. Die ersten sollen oder 5000 schon mal starten. Oder wir machen gleich alle auf 5000, scheiß drauf. So viel wie nur geht auf 5000 Meter. Komm schon, komm schon. Wir sind aber echt schon langsam. 400 Meter pro Sekunde ist eigentlich eine relativ gute Fallgeschwindigkeit. Hier ist das falsche Gerät. Von hier steuern. Denken wir schon, warum dreht sie es nicht? Wo ist das andere Teil hin? Ist das schon weiter vorgeflogen oder wo ist es hin? Das kann es nicht sein, 11 Kilometer entfernt. So. Fallschirme sind offen, jawohl. Perfekt, jawohl, jetzt geht's ab. Puh. Ready. I'm ready for this. Schaut euch dieses Bild einfach an. Roter Planet, wir kommen. 6000 Meter. Jetzt machen sie 5000 Meter machen sie da schon auf. Oh, nicht schlecht. Immerhin verringert sich unsere Fallgeschwindigkeit dadurch wesentlich. Irgendwo knallt gerade was ordentlich auf den Boden. Ah, schön. Jetzt läuft gerade alles echt nach Plan, habe ich das Gefühl. Huch. Ah, das war jetzt das Teil da unten, wie es scheint. 4 Kilometer unter uns, ja. Wir machen mal die ersten Krater schon auf dem Mann. Ah, schön. Aber schaut alles aktuell gut aus. Schaut alles gut kontrolliert aus. Alter, schaut euch Eik an. What?
Dieses Bild ist eigentlich toll. Schaut euch das an. Wenn man nicht die Vögel im Hintergrund hören würde, wäre es perfekt. Aber es fällt einfach zu Boden. Langsam. In zur Ruhe. Ganz in Ruhe fällt es runter. Es hat keinen Stress. Jetzt haben wir noch 1,6 Kilometer zur Landung. Wie geil ist das? Schaut euch diese Oberfläche an. Ich liebe diesen Grafikmod jetzt schon. Und so viele Steine schon zum Erforschen. Ich hoffe, wir kriegen richtig viel Forschungspunkte hier in der nächsten Folge, wenn wir eine Runde fahren gehen hier. Und ich sag so, ich bin so gespannt jetzt schon. 920, wir verringern immer noch unsere Geschwindigkeit. Das ist ja noch mega geil. Alter, es funktioniert so gut. Es funktioniert gerade so gut einfach. 300 Meter. Ich muss den richtigen Punkt abpassen, wann ich Gas gebe. Bisschen. Nein, es hat nichts funktioniert. Fuck. Geil. Oh. Wir haben einen fahrenden Rover. Aber was alles? Ich muss noch. Was war denn jetzt falsch? Warum hat das Ding nicht gekappelt? Okay, Leute, aber ich komme zurück, wenn ich kurz vor der Landung bin, in der nächsten Folge. Und dann machen wir uns auch gleich auf den Weg mit dem Teil. Und ihr müsst das jetzt nicht nochmal ertragen, weil ich habe keinen Plan, was ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe. Ich sag's euch. Grausam, das Zeug. Grausam. Naja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.